Hallo, mein Name ist Bastian Schlange vom gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv. Wir werden in den kommenden Wochen Dortmunder Schulen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Genauer gesagt den Unterrichtsausfall an den Schulen in Dortmund. Was fällt wann aus, was wird stattdessen gemacht? Es gibt bereits Zahlen dazu, die das NRW-Schulministerium veröffentlicht hat. Wenn man sich die allerdings etwas genauer anguckt, erkennt man, wo das Problem bei der ganzen Sache liegt. Für 2016 besagen die Zahlen des Ministeriums, dass 1,8% des Unterrichts in NRW ersatzlos gestrichen wird. Das sind nicht einmal 2 von 100. Klingt erst einmal ziemlich gut, aber stimmt das auch? Schaut man tiefer in die Erhebung, findet man weitere Zahlen, die das Ministerium nicht ganz so groß an die Glocke hängt. Demnach kann 9,4% des Unterrichts, also knapp 10, nicht planmäßig stattfinden. 7,6% ist Vertretungsunterricht und diese 1,8% wird ersatzlos gestrichen. Wir glauben, Unterricht lässt sich nur verbessern, wenn man auch verlässliche Datensätze hat. Was passiert wirklich, wenn Mathe ausfällt? Wird Mathe gemacht oder darf sich vielleicht noch jeder still mit seinem Smartphone beschäftigen? Und wir glauben, dass niemand besser weiß, was in den Klassenräumen passiert, als die Schüler, die Lehrer und die Eltern selbst. Deswegen wollen wir gemeinsam mit Ihnen zusammen in den kommenden Wochen Daten sammeln. Auf der Seite www.unterrichtsauswahl-check.de können Sie sich für unseren Crowd Newsroom anmelden. Das ist eine Art virtueller Redaktionsraum, in dem wir zusammenarbeiten und entsprechend Daten sammeln können. Interessiert Sie unser Projekt? Tragen Sie sich für unseren Newsletter ein. Und ansonsten, ab dem 1. März geht es los. Ich hoffe, Sie sind dabei.